Der Tobias hilft mir als die Quizfee, die grazil durch die Reihen springt und hier Zettel verteilt. Das Ganze ist ein Quiz, das den USM-Experten des heutigen Tages sucht. Es wird eine Plenumsrunde geben, wo alle mitmachen dürfen, die im Raum sind. Und es wird eine Finalrunde geben, wo dann die Besten nochmal nach vorne kommen, um dann einen Sieger zu küren. Es wird Joker geben, das erkläre ich dann noch. Und es gibt super tolle Preise. Also wer von den 34 Punkten alle 141 schafft, bekommt diesen tollen USM Coaster. Und wir haben auch noch von Foskes ein kleines Präsent, das wir dann für den ja, Erstplatzierten geben. Und Kernel Concepts hat uns auch noch eine Kleinigkeit geschickt für die Preise von heute. Dann kommen wir zur Plenumsrunde. Die Plenumsrunde besteht aus Multiple-Choice-Fragen. Das heißt, ihr habt eine Frage, es gibt ein paar Antworten und eine davon sollte richtig sein. Dann haben wir ein paar Wissensfragen, wo wir davon ausgehen, dass ein USM-Experte die auf jeden Fall weiß, die Antwort, und sie dann einfach aufschreiben kann. Und dafür haben wir diese tollen Zettel, die der Tobias ausgeteilt hat. Wer noch keinen hat, melden, dann bringt der Tobias noch einen vorbei. Da könnt ihr dann eure Antworten aufschreiben, und einfach damit ihr euch selber nicht betrügt und dahinter dann aufschreiben, ihr habt einen Punkt oder ihr habt keinen Punkt, wenn die Auflösung kommt. Und dann müsst ihr halt am Schluss selber zusammenzählen und die besten vier kommen dann eben vor. Rechnen, na, du musst nur zählen, weil es gibt immer einen Punkt, einen oder null, also du kannst dann mit den Fingern hochzählen. Gut, es geht bis 15. Du müsstest dann noch irgendwie mit den Füßen oder, ja. Wer keinen Stift hat, haben wir auch dabei. Der Tobias hat auch eine Menge Stifte dabei. Wer noch einen Stift braucht, Hand hoch, dann bringt der Tobias was vorbei. Gut, dann kommen wir zur ersten Frage. Da fangen wir gleich mal mit ein bisschen was Komplizierteren zum Üben an. Wie heißt denn der Gründer von OpenStreetMap? Darf sich dann auch immer irgendjemand aus dem Publikum gerne die Antwort dann nach kurzer Zeit reinschreien, sodass jeder aber Gelegenheit hatte, kurz nachzudenken, wer es denn ist. Weiß es denn jemand? Keiner, ja, bitte. Sehr gut, es ist Steve Coast. Oh, ja, so. Gut, dann zur zweiten Frage, schon nochmal etwas komplizierter. In welchem Jahr wurde denn das Projekt OpenStreetMap gegründet? Ja, ich sehe, es rechnen einige, andere überlegen. Sollte eigentlich so zack, zack kommen, aufschreiben. Und wer weiß es? 2004. Es war 2004 und das genaue Datum wird häufig mit dem Registrierdatum der usm.org-Domain verwendet. Es war der 9. August, wo man auch das 10-jährige Jubiläum zum Beispiel gefeiert hat. Welches dieser Tags kommt denn am häufigsten in der Datenbank vor? Ich gebe ihm noch ein bisschen Zeit, dass jeder aufschreiben kann, was er meint. Nein, kannst du nicht. Ja. Nein, nein, nein. Welches dieser Tag? Dieser Text ist eindeutig. Warum, was hättest du denn gedacht, Christoph? Achso, waren so, okay. Alle, ja, alle zusammen. Gut, wer weiß es?
Was hätte? Ich habe Building gewechselt, war bei Namen. Okay, ja. Genau, das ist das Building mit 193 Millionen Mal. Muss ich sagen, war ich selber auch etwas überrascht, dass es das ist. Und ist aber nur knapp häufiger als das SourceTag. Wo ich auch recht überrascht war, war, dass Address House Number so häufig vorkommt. Ich nehme an, dass das mit mehreren Imports zusammenhängt, dass das so viele Auftreten hat. Dann zur Frage 4. Wie viele verschiedene Keys gibt es in der Datenbank? Also gerundet. Das müssen wir jetzt nicht genau wissen. Ist einfach, ja. Alle Keys. Verschiedene Keys, also. Wer weiß es? 60.000? Ja. Noch mehr? Also noch mehr, ja, noch mehr. Es gibt sicher viele auf Deutschland. Ja, so 1, 2, 3 und so. Also da gibt es ja vom Jochen auch, die hat einen Blogpost dazu geschrieben und der hat die Statistik drin. Da sieht man auch, dass es hier nach dem Blogpost von ihm einen kleinen Klick nach unten gab. Das war mal, wo er gesagt hat, es gibt viel zu viel Text, viel zu viele Rechtschreibfehler, korrigiert die mal bitte. Das hat dann 2, 3 Wochen angehalten, es ist nach unten gegangen, aber der Trend der verschiedenen Keys setzt sich fort und wir sind auf jeden Fall über 60.000. Das ist richtig, ja, das stimmt. Frage 5, also ich wurde davor gefragt, gibt es denn jetzt eine doofe Tagging-Fragen, aber ich habe eigentlich nur wirklich ganz einfache genommen. Welche Tags sollte man denn hier verwenden, um diese Gegebenheit zu taggen? Das könnt ihr euch jetzt überlegen. Wer weiß es denn? Wer weiß es? Was ist es? Ja? Ja, meint noch jemand was anderes? Ja, vielleicht. Brainway abandoned. Ja, ja. Das ist eine strategische Bahn, die es auch im Wiki als Foto gibt. Meint, glaubt noch jemand was anderes? Also das kommt jetzt erstmal darauf an, ob man von Satellitenbildern abzeichnet oder vor Ort ist, weil ansonsten ist es natürlich Natural Wood. Richtig ist bei dieser Frage alles. Wer zusätzlich hier unten diese verrostete Schraube erkannt hat, für den gibt auch Railrail Abandoned 2 Punkte. Also das ist im Übrigen das offizielle Bild aus dem Wiki, um zu erklären, wie man Railway Abandoned taggt. Was war? Ja, weißt du, wo ist der Highway Secondary? Das würde mich auch. Den sieht man ja von oben nicht, wenn man das Satellitenbild anschaut. Das ist für der Remote Mapper erkennt es. Ja. Nächste Frage. Wie viele Personen sind im USMF-Vorstand? Wer weiß es? Ja, ich habe es, glaube ich, gerade schon gehört. Das ist richtig, es sind 7. Da werden jährlich ein Drittel der Personen neu gewählt, beziehungsweise mindestens 2 werden jährlich neu gewählt. Nächste Frage. Welche dieser Personen war bereits im USMF-Vorstand? Sind die Personen überhaupt alle bekannt? Weiß jemand, wer Hurricane Coast ist? Eine. Genau. Wer weiß die Antwort? Genau. Simon war 2009 und 2010 und ist, wer nicht kennt, momentan Vorsitzender des Local Chapters in Italien, der gleichzeitig auch die Wikipedia Italien darstellt.
Dann zur Frage 8, eine Mapnik-Frage. Das Bild, ich weiß nicht, ob man es gut erkennt. Welcher Kleinstadt zeigt denn dieser Ausschnitt? Vielleicht nicht ganz so einfach, aber... Nein. Sogar ein bisschen Ausland drauf. Ja, genau. Ja. Da ist auch, zieht man die Maus? Ne, wo ist meine Maus? Ja. Gut, wer weiß es? Vatikan. Richtig, ist der Vatikan. Dann haben wir die Frage 9. Wie viele Tags haben Nodes die überhaupt ein Tag haben, durchschnittlich? Also dann ist eins schon mal nicht möglich. Ja, deswegen kann ja eigentlich nicht sein. Genau. Das ist ja die Frage. Ich schätze 3,2. Ja, jetzt ja. Also wer hat 0,9 gewählt? Das war intelligent. Genau, also die Frage ist zumindest bei jedem angekommen. Also es sind in der Tat 3,2. Es sind halt viele Wege dabei, die einfach nur Knoten haben und keine Tags dabei haben. Dann haben wir noch die Editor-Frage. Mit welchem Editor wurden denn die meisten Change-Sets erstellt? Also einmal das ID, wer meint was anderes? Ja? Ich meine Portage 1 und 2. Hätte ich jetzt auch gesagt. Meine gibt es weißt einfach länger. Okay. Das ID ist noch gar nicht so lange dabei, 2-3 Jahre. Also ich muss sagen, es war jetzt von der Auswertung her nicht ganz so einfach, weil das Created By ja noch nicht in den alten Change-Sets drin war. Aber an sich ist es Chosen mit 17 Millionen, gefolgt von ID mit 11 Millionen. Und Potlatch hat nur knapp 8 Millionen. Und es ist so, habe ich das jetzt hier draufstehen? Nee, also es sind von der Anzahl der Change-Sets, die noch kein Created-By-Tag haben, sind so wenige, dass es eigentlich Potlatch nicht sein kann. Also es muss eigentlich Chosen sein und ID gab es ja zu der Zeit noch nicht. Ja, damals noch das Java-Applet, mit dem man die Videos kostet. Ja, stimmt. Aber dafür sind es zu wenig Edits. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele Change-Sets das waren, aber da waren es eigentlich zu wenige. Dann eine Tagging-Frage. Welcher Key besitzt am meisten unterschiedliche Werte? Laut Tag-Info. Ja. Und dann nicht nur einer pro Wert oder so. Ja, eben, auch genau. Gehörige Anzahlen. Dann wäre die umgekehrte Frage, welcher Value hat die meisten unterschiedlichen Keys? Genau. Genau. Yes, wahrscheinlich. Ja, aber dann ID. Ja. Was? ID ist ausgeschlossen. Ja. Ja gut, aber das muss man sagen. Das ist, ID, ja. Ist ja kein, ID ist ja kein, also ja, ist ID ist kein Key. Ich meine, ID kommt als Key sicherlich auch vor, hat aber da nicht so viele verschiedene Werte. Das muss eigentlich nur mehrere sein. Name. Also Name, gibt es noch eine Vermutung? Source? Das kann eigentlich nur Name sein, weil das ist Name. Ja, ist der Name-Tag. 51 Millionen Objekte und 17 Millionen verschiedene Werte. Ja, weil das mit L und Bit und so,
tauchen viel zu selten auf. Alles also prozentuell ist da aber jeder. Du willst das, was auf der Karte kommt. Ja, prozentuell. Ja, kann sein. Wobei vor allem Elevation steht häufig einfach 0,0. Egal, so gut, dass Elevatrix mit 10 Dezimalen oder so. Ja, okay. 10 Dezimalen. Oh und die sind 2005, 6 hochgeladen worden. Ja, okay. Damit ist jetzt die Frage, also es sind jetzt so 12 Fragen gewesen. Jetzt mal die Frage, wer hat denn 12 richtige Antworten? Nee, ich habe nur 11 richtige Antworten, aber 12 Punkte. Du hast auch 12 Punkte. Also gut, dann darf der Michael auf jeden Fall schon mal vorkommen. Wer hat denn 11 Punkte? Keine 11 Punkte? 10 Punkte. Zweimal dürft ihr auch vorkommen, dreimal. Dann haben wir das, dann brauchen wir auch keine Stichfrage, weil dann haben wir genau unsere 4 Leute. Jetzt muss ich einmal laufen, das kann man nicht machen. Ach, du hast auch hier Computer. Du schreibst auf. Hier drin. Achso, braucht ihr noch Zettel zum Gang dabei? Nee, passt schon. Nee, war nee. Notieren von Englisch. Die haben ja selber noch. Also ihr habt die Zettel noch dabei. Ja. Also bei der Finalrunde machen wir es jetzt so. Wir haben ja da wieder Multiple-Choice-Fragen. Braucht sie nicht aufschreiben, sagt sie dann, der Tobias macht Stricherliste, führt die Punkte. Wir haben allerdings auch noch die Schätzfragen, wer näher rankommt. Und da kriegt nur derjenige, der am nächsten dran ist, den Punkt. Also da solltet ihr dann kurz aufschreiben, damit der Tobias dann bestimmen kann, wer denn am nächsten dran ist. Weil das dann so Fragen sind, wo dann so Milliardenwerte vorkommen, wird er dann eine Zeit lang rechnen müssen, wer am nächsten dran ist. Aber das macht der Tobias schon, oder? Okay, jetzt sagt mir bitte jeder, unter welchem Namen, Nickname, dann werden wir Na klar, noch. Okay. Paul lässt. Paul lässt. Wie Paul? Dessen geht vorne hin, er schreibt selber. Kaum E, E, D, S, T. Alles E, S, T. Zusätzlich gibt es jetzt in der Finalrunde noch für jeden 2 Joker. Die gibt euch dann der Tobias. Und zwar einmal den Publikums-Joker, wo ihr das Publikum fragen dürft. Jeder darf reinschreien und ihr müsst euch aussuchen, wer meint, dann hat die richtige Antwort gegeben. Das zweite ist der Fred-Joker. Der Fred ist ja in der... ist als OSMF-Vorstandsmitglied weiß er alles über OpenStreetMap, deshalb ist er eigentlich ein sehr guter Joker, um ihn einzusetzen. Ich kenne aber die Fragen nicht und es könnte auch voller sein. Lasst ihr euch gut überlegen. Also die Sache ist noch, den Joker einzusetzen, erkauft ihr euch gleichzeitig damit, dass ihr für jede Joker einsetzen 10 Hausnummern in Salzburg taggen muss. Sind wir da nicht schon alle gemappt? Nein. Okay, die von da oben wahrscheinlich. Da Da musst du erstmal eine Stunde hinlaufen. Ja, genau. Richtig ineffizient. Gut. Frage 1.
Wie viel Prozent der Nodes in der Datenbank haben ein Tag? Ah, ich habe es jetzt, jetzt habe ich es eigentlich vergessen. Wir haben ja eigentlich ausgemacht, bei den Multiple-Choice-Fragen, wer es als erstes eine meint zu wissen, sagt es einfach und bekommt dann vielleicht den Punkt oder auch nicht. 3%. Sind Michael 3,23%. Gut, also bei den Schätzfragen, wenn keine Antworten dabei stehen, dann aufschreiben, wenn Antworten dabei sind, einfach melden, sagen oder reinschreiben. Frage 2. Wie viele Plugins gibt es derzeit im aktuellen Chosen-Version zur Auswahl? Das ist eigentlich eine leichte Frage, weil da hat man ja heute Morgen schon den Chosen-Workshops-Vortrag, wo jeder aufgepasst hat und mitgezählt hatte. Zählen da die Bibliotheken mit? Also die ganzen Abhängigkeiten, die diverse Plugins haben, das sind ein eigenes Plugin sind? Nur die, die in der Liste in der GUI sichtbar sind. Gut, alle eine Auswahl getroffen. Es sind 132 Stück. Wer kommt denn am nächsten dran? Was hast du denn? 60. Ich habe weniger. 120. 120? Dann hat der Simon einen Punkt. Zeile 3. Frage 3. Wie viele Zeichen hat der längste Key? Bonus, welcher Key ist das? Uhrzeit 17:26 Uhr. Gut. Mit oder ohne Doppelpunkte? Mit, alles dabei. Alles dabei. Und? 256 Zeichen. Ich habe weniger. Mit 987. Was hast du? 70. Und das ist der TMC. Also, wobei das wohl ein Tippfehler ist, weil das meiner Ansicht nach zwei Keys zusammenkopiert sind und so falsch sein müsste. Das heißt, wer von euch ist näher dran? Also 30, also 130. Okay. Nee, du hast 30, 40, also du bist länger. Ja. Paul lässt. Ja, dann kann er das Maximum genommen, was für Keys möglich ist. Irgendeiner tut sich daran, alle. Kann mich gleich ändern. Frage 4. Wie viele Ausgaben der Wochennotiz gibt es bis jetzt? Das ist gemein. Ja, da hat jetzt der Nakana natürlich. Ich weiß nicht genau auswendig. Oh mein Gott, keine Ahnung. Nein. Also jedes Jahr schließt es einfach. Jetzt würde ich mal. Hast du schon? Ja. Ah, Michael, glaube ich. Joker, okay. Welchen Publikumsjoker, ja? Ja, jetzt, ihr dürft alle einfach mal reinschreien, er kann sich dann die richtige Antwort aussuchen. Also ich würde warten, bis der Marc reinschreit, glaube ich. 131? 100, oder? Ich glaube, du musst dich so entscheiden, bei Marc kommt nichts mehr. Das ist ich möchte hier jetzt nachschauen und euch sagen, dass es perfekt ist. Okay. Was hast du in der Kanne? 309. Ich habe 120. 307. Dann ist der Kanne dran mit
einem Abstand, das sind 310. Da ist ein Fehler drin, und zwar, es gab mal 2013 Fehler ausstellen. Deshalb habe ich 310 geschätzt. Ja, bleibst aber auf jeden Fall am nächsten dran dann. Genau. Frage 5. Der Teilserver in Zoom Level 0 gibt es eine Kachel. Wie viele Kacheln gibt es denn in Zoom Level 5? Ich habe mich sowieso für Zoom Level 5 entschieden. Ich hätte auch für 13 fragen können. Das Michael rechnet noch. Also Michael, glaube ich, rechnet noch. Das sind doch Schätzfragen. Sag mal 1024. Das sage ich ebenso. Auch. Alle 1024. Du sagst mehr. Also die 1024 haben damit einen Punkt. Sind 4 hoch 5, also 1024. Ich hatte falsch, alle anderen haben Punkt. Frage 6, Tagging. Welche Keylänge hat am meisten verschiedene Keys? Also wenn ich jetzt alle Keys anschaue, die 5 Zeichen haben, wie viele verschiedene Keys gibt es, die diese Zeichenlänge haben? Und da suchen wir jetzt die längste, die am häufigsten vorkommende Zeichenlänge. Also eigentlich auch eine leichte Frage, wenn man jetzt die 60.000 Keys im Kopf hat, kann man das eigentlich... Ja, von 59.000 nur einen Wert haben. Hast du geschätzt? Ja, also was hast du? 4? Du? Dann habt ihr zwar einen Punkt, es sind 10. Und zwar mit gut über 4.000 Stück. Diese Länge. Dann eine Schätzfrage. Wie groß ist der aktuelle Dachextrakt als PBF-Datei in Megabyte, wenn man sie von der Geofabrik Download-Server runterlädt? So, ich nehme den Joker hier. Das ist jetzt eine einfache Frage für dich, oder? Also ich würde sagen, was in Megabyte muss ich sagen? Ja. 3000. Okay. Aber, ja, jetzt halt, ich schau nicht schlimm. Habt ihr schon geschätzt, oder? Ich war viel zu niedrig, ich hätte wahrscheinlich mit 1230. Da passt nicht mal Deutschland rein, 2850. Ich habe die 3000. Okay. Das sind 3586 Megabyte. Was hattest du, Michael? Okay, dann ist der Nakana. Dann ist der Nakana am nächsten dran. Es ist übrigens interessant, dass der Dachextrakt da größer ist als viele Kontinente, also als Afrika, Südamerika, Australien, Zentralamerika und Antarktis. Also es ist nur Nordamerika und Asien ist größer und Asien auch nur knapp als Dach. Und Nordamerika hat auch den Tiger Import. Ja. Und diverse andere Importe noch. Tiger sind ja nur Straßen. Ja, nee, weiß ich nicht mehr, ich glaube, Europa hatte 17 oder so, also es ist schon nochmal ein gutes Stück größer.
Frage 8. Welcher dieser Keys taucht derzeit in der Datenbank nicht auf? Das ist jetzt, wer es als erstes weiß. Der zweite. Magst du auch noch? Eins bleibt noch. Der dritte. Das ist der dritte. Das Sportcenter. So schnell geht's, ja. Also auch das andere sind im Endeffekt Fehlschreibungen, nur Sport ist richtig und taucht 1 Million auf, mal auf. Der Michael hat richtig gehabt. Frage 9. Welches der folgenden Projekte ist nicht Teil des OSM-Ökosystems? Also ich habe jetzt mal OSM-Ökosystem, welches gibt es nicht, sagen wir es mal so. Ich würde über TomTom sagen. Ja, ja. OSM to Garmin. Es ist OSM to TomTom, also kriegt sie alle drei einen Punkt. Es ist aber so, dass es erstaunlicherweise, habe ich jetzt bei dem Erstellen der Frage gelesen, trotzdem Linux-Distributionen für einige TomTom-Geräte gibt, wo der Navit draufläuft, dass er mit OSM-Daten auf dem TomTom-Gerät routen kann. Hast du gemacht? Nein, noch nicht. Alle außer Nakana, oder? Du hast ja. Frage 10. Wie viele Maplayer werden derzeit auf der Hauptseite angeboten? Einfache Frage, hat man heute schon mehrfach erwähnt. Nur die, die mit Vorschaubild auf der Hauptseite auftauchen. Michael? Ich auch. Seid ihr alle richtig, nachdem ja MapQuest Open oder wie er geheißen hat, weggefallen ist vor kurzem? Gute für alle. Jo. Frage 11. Wie viele Prozent der Kacheln in Zoom Level 15 liegen im Cache auf dem Hauptteilserver? Wie viel denn? Ich habe nur Antwort 1. Ihr habt Antwort 1? Antwort 3. 3. Genau. Nee. 4 ist es, 26. Also bis Zoom Level 12 liegen sie noch alle vor. Ist allerdings jetzt Stand November 2015. Ich habe nicht mehr neu nachgefragt. Woher hast du diese Information? Von der OWG, die das im, ja, die das im Wiki geschrieben hat. Also für keinen einen Punkt. Frage 12 zu Chosen. Mit welchem Tastaturkürzel kann in Chosen der Download-Dialog geöffnet werden? Also auch wieder wirklich einfache Frage, hat man ja heute schon im Vortrag. Mit jedem, der da steht. Ja. Jetzt nicht erwähnt wird. Ich glaube, die 1 mit der 2 kommt Overpass. Nummer 2. 1. Ja, würde ich auch sagen. Gibt es ja keine Losen mehr, oder? Die Version bin ich auch noch. Ja, ich bin da einmal alles getestet. Genau. Welche Nummer? Ja, der Michael hat noch nichts gesagt. Es ist die Nummer 2. Nee, der Simon hat es gesagt. Genau. Frage 13. Welcher dieser User ist nicht in den Karma-Punkten Top 10 bei helposm.org? Ja, auch eine leichte Frage, oder?
Hammer. Hammerpunkt. Erklär mal, was ein Hammerpunkt ist. Ja, eben. Sind das die, wie viele plus 1 bekommen bei Help? Das von Borg? Ich kann jetzt nicht sagen, fragst du einen Frederik. Damit hätte ich schon jetzt zu viel verraten. Du kannst doch noch. Ich glaube, ich frage ihn nicht. Ich glaube, ich weiß. Ich würde auf 2 tippen. 1. 1, ja. Es ist Andy Allen. Nakana, richtig. Die populäre Frage auf USM Help. Welche der folgenden Frage ist die populärste auf Help USM.org? Nicht die häufigste Frage, sondern die populärste. Wie ist es? Okay. Ich ziehe den Joker. Mein Joker. Aber lass erst mal noch Michael an. Du hast schon gesagt. Also ihr habt 4 und 4, 3 und was hast du gesagt? 2? Herr Frederik sagt jetzt 1. Ich glaube, für 2 ist es. Ich glaube, das auch. 2. Die 2 meint es hier. So. Es ist. Das war die 3. Genau. Das hatte wer? Ja, das gleich wieder. Du hast. Michael, du hattest 3. Okay. Jetzt bin ich fast ein bisschen enttäuscht, Frederik. Dann Frage 15. How did you contribute? Was ist die größte Anzahl an Ländern, in der ein Mapper gemappt hat? Das ist jetzt natürlich für einen Nakana eine ganz einfache Frage. Das ist fast ein bisschen gemein. Was? Den Unknown als Land? Ja. Also ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, was alles ein Land ist. Habt ihr alle? Ich hier laut noch nicht. Habt ihr alle gewählt? Also es ist so, im Wikipedia gibt es 193 Staaten, die von der UN anerkannt sind. Und dann noch ein paar, die gibt noch ein paar mehr. Was habt ihr denn gewählt? 194. Okay. Stimmt, bei 250. 250? Okay. 170. Dann hat der Simon gewonnen. Da bin ich jetzt enttäuscht. Das sind 260, weil das hat nämlich der Pascal im IRC-Channel noch verraten und du hast dich darüber aufgeregt, falls du dich erinnerst. Ja, ja. Ich bin plus ein bisschen was im Kopf. Dann bin ich richtig. 250. Ja, Simon hat. Entschuldigung. Paulist. Also und ich habe hier einen kleinen Screenshot von How Did You Contribute hingehängt. Das ist aber nur die erste Seite, das geht dann noch über 3 Seiten so weiter mit Flaggen. Und die Überseegebiete von manchen Ländern werden da als eigenes Land gezählt. Frage 16. Wie viele Repositories enthält der offizielle OpenStreetMap-Account auf GitHub? Auch eine einfache Frage, oder? Also. Sicher. Keine Ahnung. Internet-Joker. Ja, genau. Das kennt, wenn man andauernd anwenden. Ja. Fangen wir noch ein neues Publikum. Du meinst nur öffentlich, ja, genau. Ja. Also einmal Publikumsjoker gezogen. Was sagt das Publikum? Ja. Wie viel? 15 bis 20, meine ich, mal gewinnt zu haben, aber nicht sicher.
Zählen da Gefolgte auch dazu? Nein. Die sind in meinem OpenStreetMap-Account, oder? Also alle, die im OpenStreetMap-Account drinstehen, in der Liste. Hat jeder? Ja. Michael? 10, 14, 40, 12. 40 hattest du? Dann sind es bis mit 33 am nächsten dran. Also es sind auch Sachen dabei wie B-Boy, irgendein Editor, von dem ich noch nie gehört habe, der seit Jahren discontinued ist. Sind aber auch dann so Sachen wie ID oder USMP2P GSQL dabei. Frage 17. Welches Projekt wurde am häufigsten auf GitHub geforkt? Also mit geforkt jetzt nicht, also das per Button auf GitHub drücken, wo man dann auch entsprechend den Zähler sieht. Steht ja dahinter, wie oft das ein Projekt geforkt wurde. Welches davon wurde am häufigsten geforkt? Ach, wir sollen ja gar nicht aufschreiben. Ja. ID-Editor. Was meinst du? OpenStreetMap-Website. Ja? Source-Website. Es ist ID mit 470 Mal. Aber nur knapp gefolgt von der OpenStreetMap-Seite mit 326. Gut, und damit sind wir auch durch. Wir hätten zwar noch eine Stichfrage, brauchen wir aber nicht, weil der Nakana mit 8 Punkten klarer Gewinner ist. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du nicht alle richtig hattest, aber... Es gibt auch Wochen- und Sitzausgaben, wo ich nicht mitgemacht habe. Trotzdem, gut, also ich glaube, du musst jetzt auf jeden Fall 10 Hausnummern mappen und du bekommst vom Foskis das Buch von der Gretchen über die City Maps und das Malbuch, genau. Und es gibt auch noch für jeden Teilnehmer eine OpenStreetMap-Tasse, die von Kernel Concepts gesponsert worden ist.